In der industriellen Messtechnik werden verschiedene Arten elektrischer Thermometer eingesetzt. Eine der am häufigsten genutzten Arten ist das Widerstandsthermometer. Das Widerstandsthermometer misst die Temperatur über den elektrischen Widerstand. Das Herzstück eines Widerstandsthermometers bildet ein Platin-Messwiderstand, dessen Messwerte durch Normen definiert sind. Verändert sich die Temperatur, sinkt oder steigt der elektrische Widerstand im Sensor einer genau definierten Kennlinie folgend. Indem der Widerstand gemessen wird, kann so die Temperatur sehr exakt bestimmt werden. Widerstandsthermometer gibt es in unterschiedlichen Genauigkeitsklassen. Für Standardausführungen gilt, dass mit zunehmender Genauigkeit der Messbereich, in dem sie eingesetzt werden können, schrumpft. Auch die Wahl zwischen einem Dünnschicht- oder einem drahtgewickelten Messwiderstand hat Auswirkungen auf den Temperaturmessbereich. Nach IEC-Norm sind Standardwiderstandsthermometer mit drahtgewickeltem Messwiderstand in Klasse B von minus 196 Grad Celsius bis maximal 600 Grad Celsius definiert. Über- oder unterschreiten Widerstandsthermometer den Messbereich, für den sie ausgelegt sind, beginnen die Messwerte, die in der Norm festgelegte Genauigkeit, zu verlassen. Sie driften. Das Messergebnis ist nicht mehr exakt. Dieser Effekt tritt bei Dünnschichtmesswiderständen stärker auf als bei drahtgewickelten Sensoren. Wird ein Widerstandsthermometer außerhalb seines Messbereichs eingesetzt, können Schädigungen des Messwiderstands nicht ausgeschlossen werden. Auch die Genauigkeit der Messwerte innerhalb seines Messbereiches kann somit nicht mehr zugesichert werden. Die Standardausführung des Sensors für industrielle Anwendungen ist der PT100-Messwiderstand. Er hat einen elektrischen Widerstand von 100 Ohm bei 0 Grad Celsius. In besonderen Anwendungsfällen werden auch PT25 oder PT1000-Sensoren verwendet mit einem 0 Grad Celsius-Widerstand von 25 respektive 1000 Ohm. Zur Wahl des richtigen Thermometers in Ihrem Anwendungsgebiet beraten wir Sie gern.